Sie wissen nicht, wer ich bin? Ich räume den Dreck weg. Ich bin wie eine Nutte. Ich besorge klauenden Hausfrauen und korrupten Kongressabgeordneten. Und Sie wollen mich umbringen? Michael, Gott sei Dank. Ich habe ein Problem. Arthur Eden hat sich gerade während deiner Aussage unter Eid splitternackt ausgezogen. Sie sind der führende Prozessanwalt und Partner einer der größten und besten Anwaltskanzleien der Welt. Sie sind eine Legende. Ich bin ein Komplize. Sie sind manisch-depressiv. Ich bin Schiefer, der Gott des Todes. Ich bin Michael Clayton. Es geht um eine Sammelklage in Höhe von $3 Milliarden. Und der Architekt unserer Verteidigungsstrategie wird verhaftet, weil er nackt über einen Parkplatz rennt. Ich verbrachte einen Teil meines Lebens damit, den Ruf eines Herstellers von tödlichen Unkrautmitteln zu verteidigen. Aber warten Sie! Die wurden umgebracht. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich auf Sie zähle. Er wollte mir nicht genau sagen, was es war. Nur, dass man damit wohl den ganzen Fall gewinnen könnte. Ich bin nicht der Feind. Wer sind Sie dann? Er sammelt Beweise gegen Sie. Das wird doch niemand zulassen. Zulassen? Wer soll ihn davon abhalten? Sie wissen genau, was Sie sind. Kennen Sie Michael Clayton? Wir haben ein Problem. Bleib im Wagen, verschließ die Tür. Was würden die tun, wenn er damit an die Öffentlichkeit geht? Was die tun würden? Die sind schon dabei. Keine Bewegung! Wer hat das gemeldet? Ergibt es einen Sinn für Sie, dass sowas passiert? Es ist nie passiert. Mich bringt man nicht um, mich kauft man. Sind Sie so blind, dass Sie nicht mal sehen, wer ich bin? Sehe ich so aus, als würde ich verhandeln? Raus aus dem Wagen, sofort.